So, meine sehr verehrten Damen und Herren, und willkommen zurück zu Rising World 0.5.6.5. Denn am 17.04.2015 gab es ein Update und da ist neu hinzugekommen der friedliche Modus im Singleplayer. Und jetzt alle, hey! Genau, dann ist dazugekommen Set Game Type 1, was ich ja immer benutze, achso, was ich jetzt erstmal hier wieder ausmachen könnte, ne? Kann man auf Servern nicht mehr benutzen, wenn der Admin das so möchte. Ja, also auch hier ist ein schöner Bug behoben worden. Und jetzt wieder alle, hey! Okay, ich weiß, es kommt nicht gerade so gut rüber, klingt eigentlich ironisch, ist es aber nicht. Ich bin nämlich begeistert davon, ja, das hat mich nämlich immer geärgert, wenn dann Leute mit Set Game Type 1 dann da eben mal so riesen Bauwerke schnell hingezimmert haben und du dann als Let's Player beispielsweise dann rein theoretisch da Stunden brauchst, ja. Klar ist es hilfreich für andere, aber tja, gut. Ansonsten gab es noch diverse Bugfixes und Hotfixes und Balancing-Anpassungen und die Lebensenergie der Bären wurde gesenkt, die Spawnrate für Bären wurde gesenkt, wahrscheinlich gab es hier zu viele und dafür gibt es jetzt mehr Kaninchen. Ich bin froh, dass hier bisher in meinem Bereich noch gar kein Bär gespawnt ist und dass ich dann so gesehen noch nicht sterben konnte. Der Berg kann jetzt im kreativen Modus nicht mehr angreifen, liebe Leute. Also wenn ihr im Creative Modus seid, er greift euch nicht mehr an. Der böse Bär, der böse Mann. Da, da, da. Und das kann man halt jetzt auch alles einstellen in den ganzen Properties. SQL-Anpassungen wurden nochmal gemacht, um da bei Setzlingen keinen, weil die einen Bug verursacht haben. Also ihr hört, es hat sich wieder einiges getan und das in kürzerer Zeit als 3 Wochen. Ja, so, Tiere können jetzt, das Spawn von Tieren kann jetzt enabled werden, also aktiviert und deaktiviert werden. Das heißt also, die Tiere spawnen jetzt einfach mal so wild in der Gegend rum. So. Und was machst du? Ach, ich spawne. Okay. Noch irgendetwas. Der Flugmodus der Server kann ausgestellt werden und der Admins kann man jetzt einfach so mit Make Admin benennen. Und natürlich dann Revoke Admin wieder rückgängig machen. Und größere Bäume können schneller gefällt werden. So, ich mache jetzt hier nur gerade nochmal die Straße. Einfach erstmal, weil ich es kann. Weil ich Lust drauf habe. Und warum nicht? Ich möchte auch mal, dass es hier entsprechend mal aussieht wie bei mir damals zu Hause. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Nehme ich nochmal einen 64er Stack, ja. Gut. Das habe ich alles erwähnt. Dann bleibt noch ganz wichtig zu erwähnen, was ich ja finde. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Update. Wollte ich nur sagen. Aber es dauert leider noch. Ja, also keine Sorge, ich werde jetzt nicht jeden Tag davon dem Update reden. Es dauert natürlich noch, bis das jetzt erscheint, aber ich wollte schon mal erwähnen, ich freue mich schon auf das entsprechende, weil dann halt diverse Sachen reinkommen, die ja auch gefordert worden sind. Ja? Vielleicht ist es Wasser, wer weiß. Zwinker, zwinker. Gut, hatte ich sogar noch, ne? Ja, 4 Stück hatte ich noch. Ach, Mann, ich bin so ein Noob. Ja, meine Gullideckel sind ja anscheinend sehr gut angekommen, dass da doch einige das auch umsetzen, ja? Ich war jetzt gerade auch heute am Überlegen, so, was kannst du davor machen? Was kannst du davor machen, ja? Und dann dachte ich mir zuerst, was nimmst du mal? Jedenfalls hier schon mal die falschen Steine, ne? Ah, verdammt. Und dann kam mir so die Idee, ich hatte ja die Schränke. Jetzt war es aber so, findet mal die Schränke in der richtigen Farbe. Ist ja eigentlich einfach, aber auch, dass man sie von der Vorderseite hat. Ja, und da, wollte ich jetzt nicht 3 Stunden, sag ich mal, vorab jetzt investieren, weil ich extra auf das Update gewartet hatte. Also es ist mal wieder einen Tag später. Also gestern kam das Update, heute nehme ich auf. Heute seht ihr die Folge. Und deswegen, ja. War das dann so, jo, wie mache ich denn das jetzt am besten? Keine Ahnung. Meine Bäume sind jetzt mittlerweile auch gewachsen. Fand ich auch sehr schön, als ich dann auf den Server kam. Warum es auf einmal ein Server ist, keine Ahnung. Aber sie sind gewachsen in der Zwischenzeit. Oder ich habe es beim letzten Mal einfach nicht mitbekommen. So, aber, nachdem ich die Straße jetzt erweitert habe, mache ich ja immer ab und zu mal, finde ich ja ganz schön, suche ich hier genau diese Fliesen.
Ich will nämlich im Wohnzimmer auch ein bisschen weitermachen. Oder Wohnzimmer, Esszimmer, Küche. Muss man ja sagen, ne? Erstellen, herstellen, herstellen, herstellen. Und es wird schon wieder dunkel. Muss ich auch gleich wieder aufpassen, ne? Nicht, dass du zu lange wach bleibst, mein kleiner Sohn, ne? So, dass ich dann hier einmal das auch endlich mal fertig kriege. So, jetzt muss ich mal gucken, wie weit darf ich, wie weit darf ich, wie weit da... Hallo? Hä? Ach so. Oh, sag doch, das ist in den falschen Block ausgewählt. Ich dachte gerade, hä? Wollt ihr mich verarschen? So. Aha. Und so. Gut, das muss ich also alles noch ausfüllen. Mindestens, mindestens, ja. Kann sein, dass es sogar noch mehr wird. Jedenfalls von der Breite her. Oder, also in der Richtung noch ein bisschen mehr. Ja, bloß erstmal will ich halt insgesamt gucken, ne? Ah, dachte ich mir schon. Hier muss noch was hin. Wie sieht's denn mit der Sonne aus? Wo ist denn die Sonne? Wo ist denn die Sonne? Ich sehe die Sonne nicht. Naja, egal. Gut, dann ist es schon wirklich kurz vorm Untergehen. Mach ich mir jetzt auch mal keine Gedanken. Ja, erstmal geht's jetzt darum, jedenfalls das Wohnzimmer fertig zu kriegen und dann so gesehen grob den Grundstein zu setzen mit der Küche. Das ist erstmal der Hauptpunkt, den ich jetzt ansetze, um überhaupt hier das Haus langsam wirklich immer sicherer zu machen. Weil ich habe das Gefühl, als ob der Spawn-Prozess ein bisschen verbuggt werden könnte. Und ich dann auf einmal da zwischen einer riesengroßen Meute Bären stehe. So, hier baue ich jetzt auch nochmal schon mal weiter. Ja, ich glaube nämlich fast so weit muss ich schon. Weil da kommen ja noch die ganzen Küchengeräte. Na, mal gucken wir mal. Gucken wir jetzt erstmal, was ich so alles für Küchengeräte brauche. Küchengeräte, Küchengeräte, Schränke. Nein. Wo ist es denn? Tische? War es unter Tische? Tatsache, unter Küchenzeile war es. Wie konnte ich das nur vergessen? Küchenzeile, Ecke. Okay, dafür muss ich dann massig Holz holen. Zwei habe ich noch. Neunmal kann ich herstellen. Kann ich jedenfalls einmal die Küchenecke vielleicht her... Ah, nein, es reicht nicht mal mehr für die Küchenecke. Und ich muss schlafen gehen. Nein, ich habe Angst im Dunkeln. Halt. Wer geht denn in sein Haus und macht die Tür nicht zu, hä? Huh? Ach, hier ist ja noch gar keine Tür. Gut, dann legen wir uns hier hin. Hier muss ich auch noch einen Lichtschalter hinpacken und naja. Naja, gut, legen wir uns schlafen. Und? Tada! Danke. So. Ach, ist das ein schöner Tag. Und mir fällt gerade auf, und das hättet ihr mir auch mal sagen können, ne? Also, klar, ihr redet ja auch mit mir immer so viel in den Let's Plays, ja? Ihr seht das ja nicht in einem Livestream. Dass ich Hunger habe. Oder demnächst wieder Hunger habe. Muss man ja sagen. Das heißt jetzt erstmal essen, Tomate. Warum kommt mir da jetzt der Ketchup-Song in den Kopf? Verdammt. Ah, Kopfkino. So. Genug gegessen und jetzt geht's ab an den Baum. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt das auch vorbereiten können, aber ich dachte eigentlich nicht, dass ich jetzt doch so lange aufnehme. Gerade wegen dem Update. Hallo. Physik at its best, kann ich immer nur wieder sagen, ne? Er verschluckt immer irgendwie jedes zweite Mal, wenn ich da irgendwo drauf drücke. Kann das sein? Müssen wir gleich nochmal drauf achten. Einen Baum mache ich jetzt nochmal. Ich wollte die Bäume ja eh weg haben. Will die woanders platzieren. So, kipp um. Ja. Ach, jetzt bleibst du stehen, ja? Du willst mich doch auch verarschen. So. Ah, nee. Doch. Verschluckt sich, wenn die beiden Wave-Dateien übereinander sind. Lieber Red, an dieser Stelle würde ich sagen, dann spiel halt mehrfach Waves ab. Könnte zwar gegebenenfalls zu einem Bug führen, aber spiel doch einfach mehrfach Waves ab. Ja, und ich glaube, schneller wie zwei kann man nicht klicken, oder? Ach, mein Haus, es ist kaputt! So, jetzt würde mich interessieren, ob die Setzlinge im Haus gelandet sind. Was meint ihr? Sind die Setzlinge im Haus? Gucken wir gleich. Ich will ja erstmal noch meine Küchenzeile hier machen. So, Holz. 15 Stück.
Tische, Küchenzeile, Ecke. Und hier andere Farben. Ganz wichtig. Und die Farben, das sind doch nur Kleinigkeiten, ne? So, Setzling. Setzling drin oder nicht? Ah, ne, der muss ja oben drauf sein, ne? Ah, verdammt, halt. Oh. Da habe ich auch eine Tür. Zack, 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 zack. Nein! Hä? So. Gucken wir mal. Nee. Ah, daneben ist auch... Ohne Setzling? Ach, Schweinerei. Manu. Gut. In der Zwischenzeit, wenn ich da schon runtergehe, kann ich ja eine Tomate essen. Was wollte ich denn jetzt? Ah ja, die Küche setzen. Die Küche, die Küche, die Küche, die Küche. So. Na. Genau. Jetzt muss ich nur gucken. Virum larum Löffelstiel. Kleine Kinder essen viel. Jawohl. So, wenn ich das da platziere, bräuchte ich... Ja. Wie viel Holz habe ich denn noch? Ah, gucken wir mal. Gucken wir mal. Also, ein so ein Ding kann ich noch hinstellen. Tische. Finde ich auch interessant. Sind das wirklich Tische? Hm. Eine Küchenzeile. 48 Holz. Alle 48. Nehmen wir erstmal das da. Komm, nehmen wir das. Ende aus, Mickey Maus, ne? Es ist ja, es ist wie es ist. Es ist ein Teufelskreis, es ist. Ist der genau dran? Jupp, ist scheinbar genau dran. Nee. Jetzt ernsthaft? Och, komm. Nee. Wieso ist denn der da reingegangen? Kann doch nicht sein. Der will mich ärgern. Und das Fenster ist auch zu klein. Das muss ich auch nochmal größer machen. Fällt mir gerade auf. Sieht zwar so gesehen jetzt hier in Ordnung aus, aber... Das war auch so ein Doppelfenster. Und das ist... Deswegen habe ich halt diese Zwischendinger gemacht, ne, weil ich halt dachte, das wären dann so einfache Fenster. Dabei sind es so Doppelfenster gewesen. Deswegen passen wir das hier nochmal an. Gut. Aber liebe Leute, wir sind jetzt schon wieder leider am Ende der Folge angekommen. Haben jetzt doch ein bisschen was erreicht. Wir haben die Straße erweitert. Haben uns ein bisschen um die Patchnotes gekümmert. Die Straße sieht übrigens wunderschön aus, auch mit den Gullideckeln. Da könnte ich mal ganz kurz ein bisschen Erde drauf machen. Zack. Ein bisschen Erde. Dann das Ganze ein bisschen abflachen. Na komm. So. Wunderbar. Ja, so sieht's schön aus. Ja, und haben ein bisschen die Küche gemacht, haben uns ein paar Bäumchen gefällt. Also eigentlich so das Übliche, was man im Leben von Rising World macht. Den Bären haben wir jetzt nicht gesehen, den Hasen. Ich kann nochmal ganz kurz nach dem Hasen gucken. Aber ich glaube, der hat sich auch schon irgendwo da hinten weiterhin verkrümelt. Sehen tue ich ihn jetzt erstmal auf Anhieb nicht. Hallo Karnickel. Ne, also ihr seht, er ist irgendwo. Da war das Schwein. Ne, Hase ist nicht in der Nähe. Ich sehe ihn auch nirgendwo. Ja, unser Hase, unser kleines Haustier ist leider weg, aber... Wartet, wartet, wartet. Ah ne, das war die Ziege. Ne. Hase ist weggehüppelt. Hase ist weggehüppelt. Ja. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, also morgen. Ja, wenn es weitergeht mit unserer Küche und mal gucken, was ich noch so für kreative Ideen habe. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.